liebe Zuschauer, zu unserer Talkrunde im Fokus. Aktuelle Themen im Talk. Tun Sie manchmal auch etwas Gutes? Egal ob Engagement im Sportverein, bei der Feuerwehr oder im Natur- und Umweltschutz. Es gibt viele Bereiche, in denen sich Menschen ehrenamtlich engagieren können. Und wer die Zeit zwischen Schule und Ausbildung so richtig gut nutzen will oder auch zwischen Schule und Studium, der kann das überbrücken in verschiedensten Einrichtungen, Projekten und Organisationen mit einem Bundesfreiwilligendienst oder überhaupt mit einem Freiwilligendienst. Und wie so ein Dienst aussehen kann, das erzählen uns heute unsere Studiogäste. Da haben wir heute zum einen hier Mareike Stein. Sie ist Koordinatorin für Freiwilligendienste im FSJ-Bereich beim Paritätischen Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Daneben haben wir Juli Fichte. Sie ist FSJlerin bei der ASJ, hast du mir erzählt. Ja. Und hier an meiner anderen Seite sitzt Lea Rank. Sie ist Koordinatorin für internationale Freiwilligendienste bei den DRK Sozialen Freiwilligendiensten. Schwer, aber wir haben es hingekriegt. Daneben haben wir Johanna Degen. Du machst ein FSJ in der Kultur hier im Kunsthaus in Güstrow. Und dann haben wir noch Leon Stefani dabei. Du bist im FÖJ tätig bei der IOCC. Genau, danke, der Küstenunion Deutschland. Genau, in Warnemünde. Genau. Sehr schön. Schön, dass ihr euch alle Zeit genommen habt und heute hier seid. Mich interessiert zuallererst mal, es gibt jetzt das FSJ, es gibt das BFD, es gibt das FÖJ, so viele Abkürzungen. Ja, wofür steht das alles und wie finde ich jetzt so die richtige Abkürzung, den richtigen Dienst für mich, wenn ich das gerne machen möchte? Vielleicht erstmal an die Träger. Ja, aber tatsächlich viele Abkürzungen, das kriegen wir auch immer wieder mit in Erstinteressentengesprächen, in Bewerbungsgesprächen. Es gibt auf dem Freiwilligendienstmarkt einfach so viele verschiedene Freiwilligendienstarten und Formate, sodass das eigentlich tatsächlich gar nicht so leicht ist, erstmal da durchzusehen und sich einen kleinen Überblick zu machen, was es für Möglichkeiten gibt und was auch für mich passt. Genau, deswegen, wir beim Paritätischen beispielsweise bieten zwei Freiwilligendienstformate an. Das ist das FSJ, das Freiwillige Soziale Jahr, und auch den Bundesfreiwilligendienst, den BUFDI umgangssprachlich auch häufig bezeichnet. Aber das sind zwei Freiwilligendienstformate, genau, die wir anbieten. Genau, und wer da Interesse hat, genau, beliest sich am besten oder nimmt direkt Kontakt auf. Es ist immer gar nicht so einfach herauszukriegen, was genau zu einem passt. In der Schule ist häufig dafür nicht so sehr viel Zeit, durch kurze Schülerpraktika, die auch ganz nett sind, aber genau, wer den, genau, ja, sich unsicher ist, wie es in der Zukunft weitergehen soll, ob nun Ausbildung, Studium oder in welche Richtung das gehen soll, ist einfach ein Freiwilligendienst aus meiner Sicht eine ganz tolle Sache, egal in welchem Format man auch immer unterwegs ist. Und da kann ich jetzt auch einfach anrufen bei irgendeinem Träger und mich einfach mal informieren, oder wie läuft das? Genau, also tatsächlich würde ich sagen, genau, meistens entscheidend der Wohnort. Ne? Meistens ist es so, dass die jungen Leute im Inlandsbereich, zumindest im FSJ-Bereich, zu Hause wohnen bleiben und dann im Prinzip das der limitierende Faktor ist, dass man guckt, welche Einsatzmöglichkeiten, welche Einsatzstellen, so sagen wir es im Bereich Freiwilligendienste, gibt es in meiner Nähe, welche sind in Pendelnähe sozusagen, in Distanz, die ich für mich auch jeden Tag erreichen kann. Und dann, genau, mache ich mich schlau, entweder direkt kenne ich Kitas, kenne ich Einrichtungen, wo ich mir vorstellen kann, ja, da könnte ich mich engagieren, und frage dort direkt mal nach. Und dann kommt der Hinweis auf die Träger sozusagen, welcher Träger dahinter steht, über wen das möglich ist. Genau. Ja, oder ansonsten direkter Kontakt. Also ich sage mal, wir sind auch nur normale Leute und normale Menschen, die man jederzeit anrufen kann oder E-Mail schreiben kann. Und der direkte Kontakt, glaube ich, zumindest ist das bei uns so, genau, bringt einen meistens weiter. Ich habe ja auch einfach angerufen. Es war ein sehr freundliches Gespräch. Ja. Heute sitzt du hier, also sehr, es funktioniert. Beispiel, ja. Es war unterschwellig, also es war jetzt nicht schlimm. Mhm. Danke schön für die Rückmeldung. Ist ja vielleicht auch einfach ganz gut für junge Leute, die auch vielleicht zum ersten Mal so einen telefonischen Kontakt mit einer Person haben, die nicht der Lehrer ist. Genau, was glaube ich auch noch ganz wichtig ist, dass man auch bei dem Bereich noch das gar nicht genau wissen muss. Also man kann wirklich einfach mal anrufen. Wir haben auch FSJ, BFD, aber es gibt ja auch noch das Freiwillige Ökologische Jahr, um jetzt alle Abkürzungen einmal durchzumachen, und den Freiwilligendienst in der Kultur- und Denkmalpflege. Und entsprechend kann man auch erstmal anrufen und sagen, ja, ich wohne da und da, möchte da und dahin, zum Beispiel in den sozialen Sektor, und dann können wir entsprechend beraten
Und auch wir als Träger verweisen dann auf andere Träger natürlich. Wenn wir sagen, in dem Bereich haben wir keine Einsatzstellen, dann kennen wir einen anderen Träger. Also da kann man wirklich ganz unterschwellig erstmal anrufen oder auch schon ein Kontaktformular ausfüllen. So eine E-Mail ist meistens leichter, ne? Antwortet genau. Ihr noch auf jede E-Mail, die ihr kriegt? Ja, das ist uns sehr wichtig, dass wir alles beantworten, gerade weil ja auch immer jemand dahinter steht, der eine Rückfrage hat, und manchmal müssen wir dann sagen, wir können vielleicht in dem Fall nicht weiterhelfen, aber meistens die meisten Schritte können wir ja dann doch auch unterstützen. Genau. Vielen Dank. Wie ist denn das jetzt bei euch? Ihr drei seid hier sozusagen gerade aus dem Dienst von heute geschlittert, hier zu uns ins Studio. Mögt ihr ein bisschen erzählen, wie es euch so zum Freiwilligendienst verschlagen hat? Warum tut ihr, was ihr tut? Ja, fange ich mal an. Also ich habe damals meinen 11. Klasse Abschluss gemacht, wusste nicht, was ich danach tun möchte oder war mir noch nicht ganz sicher und habe dann gesagt, habe dann irgendwann herausgefunden, durch ein freiwilliges ökologisches Jahr oder auch FSJ kriegt man so ein Zertifikat, dass man auch an den Fachhochschulen studieren könnte. Und da habe ich gesagt, ökologisch, das hat mich schon immer interessiert, durch meine jahrelange Begeisterung an der Natur, und habe mich dann irgendwann beim IB gemeldet, beim Internationalen Bund. Glaube ich, mit einer E-Mail war das noch. Da habe ich nicht angerufen. Und die haben mich dann weitervermittelt, haben dann gesagt, in dem Bereich, wo du wohnst, gibt es die und die Stellen. Habe die dann direkt angeschrieben und die haben sich dann darauf zurückgemeldet und dann lief das alles so seinen Weg, bis dann am 1.9. alle einmal FSJ und FJler zusammen waren im Zoo und dann einmal alles besprochen worden ist. So ist das dann alles in die Wege gekommen. Und war das für dich klar, dass du in die Einsatzstelle möchtest, oder ist das eher so ein Prozess passiert? Das ist eher so, passiert, sag ich mal so. Ich hatte eigentlich eher damals vor, in den Forstbereich zu gehen. Der war aber leider nicht mehr vorhanden. Und habe mich halt entschieden, EOCC, das ist ja was für Küste und ich wohne auch an der Küste, vielleicht kann ich noch was dazulernen. Und ich muss sagen, in den über 6 Monaten, wo ich jetzt da arbeite, habe ich vieles gelernt, was ich vorher nicht wusste, auch als ich, obwohl ich da wohne. Und ich bin absolut begeistert. Also, schön. Johanna, wie ist bei dir? Warum machst du einen Freiwilligendienst? Also bei mir ist es ehrlich gesagt auch der Klassiker. Und zwar wusste ich in der 12. Klasse auch noch nicht genau, wohin mich mein weiterer Lebensweg führen soll. Mir war nur von Anfang an klar, dass ich gerne in eine künstlerische Richtung gehen möchte. Aber was dort spezifisch, das wusste ich noch nicht. Ich hatte zum Beispiel überlegt, ob Kunsttherapiestudium oder Kommunikationsdesign. Und zusätzlich dazu ist es ja nun mal Fakt, egal in welche künstlerische Richtung ich gehe, ich muss meine Fähigkeiten unter Beweis stellen in Form einer Mappe. Und nun gibt es Menschen, die es schaffen, 20 bis 30 Arbeiten während des Abiturs auf die Beine zu stellen. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen dazu. Und genau deshalb dachte ich, ein FSJ wäre eben eine gute Variante, um sich klarer darüber zu werden, was ich jetzt eigentlich machen möchte, um sich vielleicht auch ein bisschen vom Abiturstress zu erholen und auch einfach, um den Raum und die Zeit zu haben, um eine Mappe fertigzustellen, mit der ich selbst zufrieden bin. Genau. Und ich bin eben durch Leute in meinem Umkreis aufs Kunsthaus gekommen. Beispielsweise meine ehemalige Geschichtslehrerin, die ist dort sehr aktiv, und durch die habe ich dann erfahren, dass es möglich wäre, da ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Was macht die Mappe? Es geht voran. Ja, also mir fehlen noch ein paar Arbeiten, aber ich bin kurz vorm Fertigstellen. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Wie ist es bei dir? Warum hast du dich entschieden, einen Freiwilligendienst zu machen? Also ich kann mich tatsächlich den beiden anderen anschließen. Ich habe letztes Jahr Abitur gemacht und wusste auch noch nicht so ganz, wohin mit mir. Also ich wusste immer schon, dass ich gerne mit Menschen arbeite und auch vor allem mit Kindern und Jugendlichen, und habe in dem Bereich auch vorher schon einige Erfahrungen gemacht und bin tatsächlich aber über die Einsatzstelle direkt, also über die ASJ, auf das FSJ gestoßen. Also ich habe gar nicht nach einem FSJ an sich gesucht, sondern meine Geschwister sind tatsächlich bei der ASJ beim Segelworkshop mitgesegelt. Mhm. Und ja, ich fand das total cool und habe da gesehen, okay, es gibt die Möglichkeit, das FSJ zu machen, und habe darüber erstmal so erfahren, okay, was ist überhaupt ein FSJ? Und das ist auch eine Möglichkeit nach der Schule.
Und ja, genau, habe mich dann da beworben und so ist das dann passiert. War es die einzige Einsatzstelle, für die du dich beworben hast? Oder? Ja, tatsächlich. Ja. Was wäre passiert, wenn die jetzt gesagt hätten, nee, wir haben schon jemanden? Hättest du trotzdem Freiwilligendienst gemacht? Gute Frage. Kann ich es nicht, weil ich kann ich nicht überhaupt, ich weiß es nicht genau. Also ja, es war halt schon sehr von der Einsatzstelle abhängig, also dass ich da das FSJ machen wollte. Ich glaube, wenn ich die, ich antworte jetzt mal mit, ja. Hätten sie dir gesagt, nee, bei der ASJ ist kein Platz mehr verfügbar, wären wir informiert worden sozusagen als Träger, der dahinter steht für den Bereich Freiwilligendienste und dann hätten wir dich auf jeden Fall kontaktiert und gemeinsam versucht, andere Möglichkeiten, andere Einsatzstellen für dich zu finden. So funktioniert es häufig. Entweder weiß jemand, in die Einsatzstelle wollte ich schon immer, deswegen schicke ich meine Bewerbung los. Oder manch einer sagt, ich kann mir das vorstellen, mich zu engagieren und einen Freiwilligendienst, welche Art auch immer, zu machen, weiß aber nicht so richtig, wer das anbietet. Und dann findet das einfach in einem gemeinsamen Gespräch, einem Beratungsgespräch mit den Trägern statt. Welche Voraussetzungen brauche ich denn jetzt, wenn ich sage, ich bin jetzt frisch mit dem Abi fertig oder habe vielleicht die 11. Klasse gemacht und ich möchte jetzt einen Freiwilligendienst machen? Was muss ich mitbringen? Also das unterscheidet sich ein bisschen in den Programmen, aber prinzipiell erstmal gibt es eine Altersgrenze. Also ab 15 Jahren kann man den Freiwilligendienst machen. Und dann sollte man natürlich Interesse mitbringen, in einem sozialen oder ökologischen Umfeld mitzuarbeiten und sich natürlich auch darauf einstellen, dass man halt einen Freiwilligendienst macht, was es ja auch in dem Sinne heißt. Dann unterscheidet sich es manchmal noch so ein bisschen in den Projekten, in den Programmen. In dem FSJ gibt es zum Beispiel eine Altersbegrenzung, aber dann den Bundesfreiwilligendienst kann man zum Beispiel immer machen. Also wir haben auch immer eine Gruppe, die Ü-BFDler, also Ü28, das sind dann zum Teil auch Menschen, die schon in die Rente gegangen sind, die dann den Freiwilligendienst machen oder auch in ihren 40er, 50er Jahren einfach sagen, ich mache jetzt nochmal einen Break, ich möchte nochmal in einen anderen Bereich und dann einen Freiwilligendienst machen. Also prinzipiell so viele Programme, wie es gibt. Genauso gibt es dann auch die Voraussetzungen, die immer ein bisschen unterschiedlich sind, im Internationalen dann nochmal anders. Und da hat man einfach die Möglichkeit, dass wir für fast jede Person einen Freiwilligendienst finden und ein passendes Projekt. Internationaler Freiwilligendienst. Wir haben jetzt, Inlandsfreiwillige hier sitzen. Einen Auslandsfreiwilligen zu kriegen, ist wahrscheinlich nicht so ganz leicht. Der ist jetzt nicht in Deutschland zu dieser Zeit. Aber vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie sieht sowas aus? Was muss ich machen, um ins Ausland zu kommen? Genau, also wir haben ja bei den DRK-Freiwilligendiensten die internationalen Bereich und da ist es so, dass wir da eine Altersvoraussetzung von 18 Jahren haben. Das liegt einfach dann auch an der Verantwortung, die man hat und dass nicht mehr alles bei allem Rücksprache gehalten werden kann, sage ich mal. Und dann läuft es ganz klassisch. Man schaut vorher, welche Einsatzländer haben wir. Auch da haben wir unterschiedliche Projekte. Also wir haben Länder im globalen Süden, also auf dem afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Kontinent. Wir sind aber auch in Europa vertreten. Und dann kann man einfach gucken, möchte ich einen bestimmten Bereich sozial, ökologisch, gesellschaftlich oder habe ich ein bestimmtes Land, eine bestimmte Weltregion, die ich interessant finde und kann dann auf unserer Website schauen, welche Bereiche gibt es, welche Einsatzstellen haben wir. Und dann bewirbt man sich und wir führen dann ein Bewerbungsgespräch. Und dann, wenn wir uns gegenseitig füreinander entscheiden, dann beginnt auch schon die Vorbereitungsphase für den Auslandsfreiwilligendienst. Ist das genau. Bei einem Inlandsfreiwilligendienst dann ähnlich, dass es auch eine Vorbereitungsphase gibt oder ist das das Besondere an einem Auslandsdienst? Also es gibt im Inland auch Erstunterlagen. Es müssen natürlich so ein paar bürokratisch-administrative Punkte erledigt werden, sage ich mal, damit dann auch die Anmeldung korrekt läuft und der Freiwilligendienst starten kann. Aber das ist im Internationalen meistens noch mal ein bisschen vollumfänglicher, sage ich mal. Wo kann ich denn jetzt überall hingehen im internationalen Bereich? Ich habe jetzt gerade
schon so ein Bild vor Augen, aber gibt es so einen konkreten Ort oder eine konkrete Sache, die du nennen kannst, die man machen kann als Freiwilliger? Genau, also man kann zum Beispiel in Krankenhäusern mithelfen, also von den Einsatzbereichen ist es wie national auch, also wir haben ökologische Projekte in Israel, in Togo, aber auch Krankenhäuser, Schulen, Kitas. Wir haben eine Filmproduktion, die nationale Filme dreht zum Beispiel. Und ganz viele Bereiche, also sowohl in Westafrika, auch in Peru. In Vietnam sind wir an der Universität. Aber auch wenn man sagt, okay, ich möchte schon ins Ausland, aber nicht ganz so weit, dann ist zum Beispiel Italien mit einer Einrichtung mit Menschen mit Behinderung vielleicht eine Idee. Oder Dänemark, Polen. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und haben da noch viele weitere Länder, die ich jetzt gerade gar nicht alle noch genannt habe. Muss ich die Sprache können, wenn ich da hingehe? Das ist immer so meine erste Frage, wenn es um Ausland geht. Muss ich jetzt irgendwie eine bestimmte Sprache sprechen können oder reicht erstmal Deutsch und ein bisschen Englisch und ich gucke mich dann da durch? Ja, also wir sagen schon als Grundvoraussetzung, dass man sich in der englischen Sprache schon wohlfühlen sollte. Und dann gibt es länderspezifisch noch so ein paar Länder, die dann vielleicht Ausnahmen sind. Zum Beispiel in Peru, wo einfach die Landessprache Spanisch ist, sagen wir schon so ein paar Anfängerkenntnisse in Spanisch wären ganz hilfreich. Aber prinzipiell gilt für alle Länder erstmal Englisch. Also auch in Kambodscha und in Israel, wo ja dann mit Hebräisch eigentlich die Sprache ist, werden die Freiwilligen mit Englisch entsendet und haben da auch Ansprechpartner. Also wir haben Mentorensysteme überall und die sprechen auch immer Englisch oder teilweise Deutsch. Genau. Das ist ein spannendes Feld. Genau. Und sonst kann man nach Österreich gehen, da kommt man dann mit Deutsch ganz weit. Oder nach Polen. Da kommt man dann durch mit Deutsch, ja. Genau. Und es ist wahrscheinlich auch ganz spannend, weil es doch eine andere Kultur ist, auch wenn die deutsche Sprache dort... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sagen das auch immer, wenn dann Freiwillige sagen, ja, aber Österreich, Polen, das sind ja Nachbarländer, da kann ich ja gar nichts Neues erfahren. Und jedes Mal auf unseren Rückkehrseminaren sagen die Freiwilligen dann, ich war schon so häufig in dem Land, aber jetzt habe ich es nochmal ganz anders kennengelernt. Und so soll es ja auch sein, ne? Genau, ja. Wie gefällt euch denn jetzt so der Dienst an die Freiwilligen gerichtet? Ihr seid jetzt ja schon eine Weile dabei. 1.9. habe ich vorhin gehört, da war der Start. Jetzt ist es ja ein gutes halbes Jahr, ein bisschen länger. Was sagt ihr jetzt so nach der Zeit, Leon? Wie ja, ich sag mal so, dir? Also man hat viel gelernt. Also man kommt zum Beispiel in meiner Einsatzstelle, sag ich mal so, kommt man viel auch mit internationalen, mit englischsprachigen Organisation oder auch Projekten in Berührung, die auch nie alleine getätigt werden. Also man braucht immer Projektpartner, man braucht unterschiedliche Vorgehensweisen und man lernt halt extrem viel dazu. Und das habe ich auch schon von unseren anderen FJ-Lern gehört, die dann zum Beispiel im EOW sind oder auch im Zuarbeiten oder auch im ökologischen Kindergarten. Also es gibt auch den ökologischen Aspekt in Verbindung mit dem Sozialen, das gibt es bei uns auch. Also es gibt ja auch die verschiedenen Längen, also ein halbes Jahr ist, glaube ich, das Minimum, was man machen muss. Dann kann man das über ein Jahr hinausziehen und wenn man dann noch weiter möchte, kann man das auch noch auf eineinhalb Jahre hinausziehen. Also ich muss sagen, das freiwillig-ökologische Jahr gefällt mir bis jetzt einfach sehr gut, auch mit den Seminaren zwischendurch. Man kommt in Sozialkontakte, man knüpft neue Verbindungen, man tauscht sich auf jeden Fall auch aus. Kannst du dir vorstellen, auch beruflich mal in die Richtung zu gehen, was du jetzt im Freiwilligendienst machst? Beruflich glaube ich eher weniger, aber halt trotzdem den ökologischen Aspekt dahinter, den würde ich halt doch gerne auch in meinem Berufsfeld nachher fortführen und das weiter ausleben auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Du hast gesagt, du wolltest unbedingt in diese Einsatzstelle. Kannst du dir jetzt auch vorstellen, das beruflich weiterzumachen und sagst du, ja, es war die richtige Entscheidung, in diese Einsatzstelle zu gehen? Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, in diese Einsatzstelle zu gehen. Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, gerade weil sie so abwechslungsreich ist. Beruflich... Ist das jetzt bezogen auf das... Ob du da auch weitermachen möchtest, vielleicht in dem... Du arbeitest mit Jugendlichen, richtig? Ja, mit Kindern und Jugendlichen. Auf jeden Fall. Also so mit Menschen, Kinder und Jugendliche, ja, super gerne.
Schön. Was genau machst du in deiner Einsatzstelle? Ich kann mir das jetzt noch nicht so vorstellen, was deine tägliche Arbeit dort ist. Vielleicht magst du uns ein bisschen reinholen in die Arbeitsfelder. Ja, also die ASJ bietet hauptsächlich so für Kinder und Jugendliche Ferienfreizeiten an. Und da bin ich auf jeden Fall mit dabei in der Vorbereitung und sowohl in der Nachbereitung und dann halt auch in der Durchführung. Und habe da halt viel Möglichkeit, auch eigene Ideen mit reinzubringen und kann da so hinter die Kulissen schauen, was bedeutet es eigentlich, so eine Ferienfreizeit vorzubereiten. Es ist echt nicht so einfach, wie es dann aussieht. Ja, genau. Ansonsten arbeite ich auch viel mit den Ehrenamtlichen. Also die ASJ wird vor allem gestützt durch Ehrenamtliche. Und mit denen bin ich ganz viel in Kontakt. Aber auch zum Beispiel bin ich so in der Seminararbeit. Der ASB hat selber eigene BFDler und genau, da gibt die ASJ auch einige Seminare, wo ich dann auch mit dabei bin und ja, kann da so in verschiedene Bereiche mit reinschauen. Klingt nach einem ganz spannenden Arbeitsfeld, was du da so täglich hast. Ja. Johanna, wie ist es bei dir? Du bist jetzt auch schon eine Weile dabei. Wie fühlst du dich gerade und sagst du, ja, es war die richtige Entscheidung? Es war definitiv die richtige Entscheidung. Also ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die ich bis jetzt getroffen habe. Ganz einfach, weil ich mich unglaublich wohlfühle. Ich habe sehr viel Spaß. Ich arbeite mit unglaublich lieben Menschen zusammen und bin so tagtäglich purer Kreativität ausgesetzt, was mich auch selbst total motiviert. Also ich glaube, ich war lange nicht mehr so künstlerisch aktiv wie in den letzten Monaten, einfach durch meine Einsatzstelle. Und ich bekomme eben auch Gelegenheiten, die ich so sonst nie bekommen hätte. Also ich durfte jetzt zum Beispiel schon zweimal den Kunsttherapeuten Klaas Köster bei seiner berühmten Postkartenwerkstatt begleiten, wo eben mit Menschen mit einer sogenannten Beeinträchtigung total schöne Postkarten entworfen werden. Und das hat mich sehr darin bestärkt, mich jetzt beispielsweise für ein Kunsttherapiestudium zu bewerben, weil ich einfach täglich mit einem Lächeln nach Hause gegangen bin und mir so dachte, das ist genau das, was ich machen möchte. Ja. Schön, vielen Dank. Freiwilligendienst, jetzt nochmal wieder an die Träger gerichtet. Bedeutet das jetzt, ich muss ganz ohne Geld leben oder bekomme ich auch eine Art Aufwandsentschädigung für das, was ich freiwillig tue und leiste? Also natürlich gibt es eine Aufwandsentschädigung, ein sogenanntes Taschengeld. Genau, also ich glaube, das ist ja genau der Unterschied. Also bei uns zumindest ist es so, dass die typischen Freiwilligendienste oder Freiwilligendienstler Schulabgänger sind. Und nach der Schule hat man die Möglichkeit, eine Ausbildung, ein Studium anzufangen. Und bei der Ausbildung guckt man vielleicht auch, also finanzielle Anreize sind da möglicherweise auch, wo kriege ich was und in welcher Höhe. Ich glaube, wer einen Freiwilligendienst macht, hat nicht hauptsächlich das monetäre Ziel vor sich, sondern macht es hauptsächlich, um sich persönlich zu entwickeln und sich einfach auszuprobieren, hat einfach nicht monetäre Interessen im Vordergrund. Aber natürlich ist er abgesichert und bekommt ein monatliches Taschengeld. In der Regel ist es so, dass es für eine eigene Wohnung nicht ausreicht. Deswegen, das hatte ich eingangs schon gesagt, ist es meistens bei uns zumindest so, dass man in der Nähe des Wohnortes eine möglichst passende Einsatzstelle findet. Genau, man kommt finanziell gut über die Runden. Es wie gesagt, gibt ein monatliches Taschengeld. Für die meisten, die noch nicht 25 sind, und das ist das bei den meisten der Fall, kriegen zusätzlich Kindergeld. Das wird weitergezahlt. Genau, also wir sagen in den Gesprächen und Informationsveranstaltungen meistens, wenn man zu Hause so lebt wie bisher als Schüler, kommt man finanziell eigentlich gut über die Runden. Und genau, neben diesen monetären Geschichten ist es für viele einfach wichtig, sich von diesem Schulstress, das habe ich, glaube ich, bei dir, Johanna, vorhin schon gehört, das hören wir ganz häufig, das ist einfach dieses System Schule, wo zunehmend weniger Zeit gegeben wird, sich auszuprobieren. Und die Praktika sind gut und schön, aber es ist einfach ein anderes System. Und da fühlen sich die meisten das erste Mal irgendwie frei und
genau, können sich einfach ausprobieren. Und ich finde es, um auf die Ausgangsfrage nochmal an euch drei Freiwillige hinaus oder zurückzukommen, das fand ich ganz spannend. Ihr seid jetzt alle sehr zufrieden mit eurem Freiwilligendienst, was total spannend ist. Und wenn wir vor Ort sind als Träger in diesen Reflexionsgesprächen und Einsatzstellen besuchen, dann wird diese Frage natürlich auch häufig gestellt. Und dann sage ich immer, selbst wenn jemand mit seinem Freiwilligendienst zufrieden ist und am Ende aber sagt, Mensch, das Jahr in der Kita oder in euren Einsatzstellen hat mir jetzt gefallen, aber es ist beruflich überhaupt nicht das, was ich mir jetzt vorstellen kann, dann finde ich das auch eine totale Bereicherung, weil dann weiß ich, das mache ich nicht, sondern ich mache was anderes. Es ist, glaube ich, immer für diese für das eigene Gefühl, glaube ich, gut, wenn man jetzt nicht eine Ausbildung anfängt und abbricht, weil man dann im ersten Ausbildungsjahr merkt, genau, das ist doch nicht so meins. Deswegen finde ich das freiwillige Jahr, egal wie gesagt, welches Format, ganz toll, sich auszuprobieren. Und das wollte ich noch sagen bezüglich auf, genau, bezogen auf die Frage, das Monetäre, genau, darauf bin ich eingegangen, aber ein Abschlusszeugnis zum Beispiel. Für viele ist es diese berufliche Orientierung, sich zu entwickeln und so weiter, aber es gibt natürlich auch ein qualifiziertes Abschlusszeugnis, was vielen einfach auch im Lebenslauf hilft, sich dann weiter zu bewerben. Genau. Also klassisch haben wir beim Paritätischen hauptsächlich im FSJ-Bereich die Einsatzstellen im Bereich Kita. Ich glaube 90-95% bei uns sind tatsächlich im Bereich Kita und wenn wir immer hören, Fachkräftemangel ist ja ein großes Thema, wenn wir konkret in unseren FSJ-Einsatzstellen hören, da sind ganz, ganz viele bei, die jetzt sagen, nach dem FSJ, das hat mir so gut gefallen, ich entscheide mich jetzt für den Sozialassistenten und beginne dann die Ausbildung. Und das ist schön zu hören. Und vor allem ist es für die Bewerber natürlich, für die Freiwilligen einfach ein großer Pluspunkt im Lebenslauf, wenn sie jetzt ein Jahr FSJ-Berufserfahrung quasi im Bereich Kita schon haben oder im Bereich Hort, was auch alles dazugehört im Vergleich zum klassischen Schulabgänger, der sozusagen dieses Bonusjahr nicht vorweisen kann. Oder auch, wer sich nachher nicht für die Ausbildung entscheidet, sondern sich für irgendeine Art von Studium entscheidet, auch da wird das Jahr zumindest als Wartesemester auch angerechnet. Bei manchen inhaltlich. Da muss man sich natürlich informieren, Uni, FH, was wird anerkannt. Aber als sozusagen Wartesemester wird es auf jeden Fall anerkannt. Da ist es hilfreich. Praktika doch auch, oder? Ja, genau. Oder auch inhaltlich natürlich. Also es gibt ganz viele Vorteile und Gründe, warum man sich für einen Freiwilligendienst entscheiden kann. Wie ist das im internationalen Bereich? Bin ich da auch monetär abgesichert oder wie läuft es da? Und genau, also im internationalen Freiwilligendienst ist es auch so, dass ein Taschengeld gezahlt wird. Das ist ein bisschen geringer, sage ich mal, als jetzt in den Inlandsfreiwilligendiensten. Dafür bekommt man aber auch eine Unterkunft gestellt, man wird verpflegt vor Ort. Heißt, all das mit der eigenen Wohnung wird dann so gesehen von uns mit übernommen. Und genauso hat man dann den Versicherungsschutz. Es wird auch weiterhin Kindergeld gezahlt. Das heißt, alle diese Punkte, diese Vorteile eines staatlichen Inlandsfreiwilligendienstes hat auch der staatliche Auslandsfreiwilligendienst. Und die zweite Frage, die mir noch so eben auf der Seele brannte, war, wenn ich jetzt älter als 27 bin, kann ich dann auch noch ins Ausland gehen oder ist dann irgendwann Schluss? Weil ich hatte ja gehört, dass es auch nach 27 möglich ist, im Inland einen Freiwilligendienst zu machen. Genau, also im Ausland ist die Grenze je nach Programm bei 28-30. Wir haben aber auch einen Auslandsfreiwilligendienst, der sogenannte Kurzzeitfreiwilligendienst, der geht bei uns ab 3 Monaten. Und da bieten wir in ausgewählten Einsatzstellen, indem wir sagen, da kann es auch hilfreich sein, wenn jemand für eine kürzere Zeit dort ist, also ab 3 Monaten, kann man auch da einen Freiwilligendienst machen. Die Kosten müssen in dem Fall dann halt komplett selbst gezahlt werden oder getragen werden. Da gibt es dann keine, oder je nach Land gibt es eine Taschengeldzahlung, aber man muss halt die sonstigen Kosten rund um Flüge, und all das muss dann selbst gezahlt werden und kann nicht über uns finanziert werden, weil es einfach nicht mehr staatlich gefördert ist. Also unter 28 werden ganz viele Kosten übernommen. Versicherung hatte ich ja, Taschengeld wird gezahlt, Unterkunft, Verpflegung, Reisekosten in den meisten Programmen. Und all diese Dinge sind durch uns halt abgedeckt. Und das ist dann halt über, sage ich mal, 30, dann einfach anders. Aber auch da gibt es die Möglichkeit und auch da kann man sich dann zum Beispiel in Ghana in verschiedenen Projekten sozial engagieren oder in Israel, in Polen.
Genau, und da schauen wir aber vom DRK auch nochmal genau, welche Projekte sind jetzt sinnvoll, weil wir wollen nicht zum Beispiel Waisenhäuser bedienen, wo dann Freiwillige für 3 Wochen sind, eine soziale Bindung mit den Kindern bekommen und dann wieder wechseln und wieder weggehen. Genau, das wollen wir vermeiden, deswegen schauen wir da, in welchen Einsatzstellen ist es hilfreich und möglich. Genau, aber da ist es dann auch bis zur Rente oder noch weiter möglich. Ich wollte gerade sagen, man kann also auch, wenn man älter ist als 27, sich noch im Ausland mit einem Freiwilligendienst engagieren. Genau, auf jeden Fall. Wie ist das Ganze jetzt so bildungstechnisch geregelt? Es ist ja so, dass ein Freiwilligendienst auch der Bildung dienen soll. Und ihr habt schon gesagt, es gibt Seminarwochen, Bildungstage. Wie muss ich mir sowas vorstellen im Freiwilligendienst? Vielleicht erstmal aus Trägersicht. Es ist wahrscheinlich eine ganze Menge Organisation, die dahinter steckt, so eine Bildungswoche zu organisieren. Richtig. Aber es macht total viel Spaß. Es ist eben nicht dieses aus Trägersicht klassische Bürotätigkeit, sondern man ist mal vor Ort und also wir machen das ganze Bewerbungsmanagement und man begleitet die Freiwilligen von der Bewerbung bis zum Ende, bis zum Abschlussseminar. Aber in den Seminaren lernt man die Freiwilligen ja auch erst richtig kennen. Und das macht es ja aus, sozusagen in diesem Bereich auch zu arbeiten, dass man das Soziale steht natürlich im Vordergrund, dass man die Menschen auch kennenlernt und nicht nur auf dem Papier einen Namen vor sich hat. Die Träger sozusagen haben die Aufgabe, diese Bildungsarbeit zu übernehmen. Und das sind konkret 25 Seminartage, die in einem Zyklus, also in einem Jahr, durchgeführt werden. Das ist Trägeraufgabe. Und genau, jeder Träger organisiert sich da anders. Bei uns beim Paritätischen ist es so, dass wir aufs Jahr verteilt 5-mal für jeweils 5 Tage mit den Freiwilligen unterwegs sind, jeweils Montag bis Freitag. Ich erkläre das immer gerne so, das ist ähnlich wie in der Klassenfahrt während der Schulzeit. Genau, wir übernachten in Jugendherbergen und anderen Gemeinschaftsunterkünften, gerne auch mit Selbstverpflegung. Das ist auch mal eine tolle Geschichte, wenn man dann verantwortlich ist und zuständig ist, die Gruppe von 35 bis 40 Teilnehmenden zu versorgen. Aber das ist so unsere Aufgabe, die macht sehr viel Spaß und für die Freiwilligen einfach eine nette Abwechslung, denn die Freiwilligen sind in ihrer Einrichtung und haben dort ihren Alltag und ihre Routine, aber in diesen Seminartagen haben sie mal die Möglichkeit rauszukommen und dann sich sozusagen zu vernetzen und andere Freiwillige kennenzulernen. Das heißt, wenn es positive Geschichten gibt, natürlich da sich auch auszutauschen, aber es gibt ja auch ab und zu mal ein paar Problemchen und da einfach zu merken, Mensch, ich bin nicht alleine, jemand anderes, AB, hat ähnliche Probleme oder ähnliche Situationen, dann kann es, das muss gar nicht so gesteuert werden von Trägerseite. Das klappt auf dem Seminar unter den Freiwilligen, klappt das wie ein Selbstläufer. Das ist toll. Worum geht es da inhaltlich bei so Seminartagen? Das würde mich noch interessieren. Also manche Einsatzstellen rufen an und fragen, hier ist mein Freiwilliger angemeldet für eine Fortbildung, für eine Weiterbildung. Nein, es ist keine Fortbildung, sondern, du lachst auch schon. es ist keine Fortbildung. Das heißt, wenn jemand klassisch in der Kita eingesetzt ist, sind es keine ausschließlich Kita-Team, die dort behandelt werden. Aber natürlich haben wir auch einen Bildungsauftrag. Wir machen ganz viel teambildende Maßnahmen ist auch mal so ein allgemeiner Begriff, aber das ist eigentlich immer zutreffend. Wir versuchen ganz viel draußen zu machen. Wir laden ganz viele externe Referenten ein vom Kinderschutzbund, Angebot sehr, sehr breit gefächert. Und früher irgendwie war das Argument von Freiwilligen, Mensch, da ist aber nie das Passende dabei. Ich würde mich für andere Themen interessieren. Ich bin der Meinung, das hat sich seit Corona, seitdem man diese Präsenzseminare, aber auch zwischenzeitlich Online-Seminare ja durchführen musste, doch sehr, sehr geändert. Also diese Themenvielfalt ist so breit gefächert, dass ich jetzt sage, die Ausrede lasse ich nicht mehr gelten. Jetzt muss für jeden was dabei sein, weil wirklich sehr viele Bereiche abgedeckt sind. Wir sind im Kletterpark, wir sind also wirklich körperlich auch aktiv, psychischen Themen, die bezogen natürlich auch auf die Einsatzstellen sind, aber es ist keine klassische Ausbildung oder Fortbildung oder Weiterbildung, wir haben inhaltlich, wir geben viel Input, durch eigene Vorträge, durch die Teamerinnen, die das Ganze auch alles begleiten, durch externe Referenten, die immer dazu gebucht werden, aber auch der Spaß soll natürlich nicht zu kurz kommen. Wie ist das im internationalen Bereich? Da kann ich mich jetzt ja nicht einfach so treffen und sagen, so, ich mache jetzt hier mal ein Seminar.
Wie läuft das da? Wobei heutzutage würde das über Zoom ja auch ganz gut funktionieren. Genau, also im internationalen Sektor oder vielleicht erstmal anfangen, im nationalen findet es in dem Jahr komplett statt. Das heißt, wenn man am 1.9. startet, dann hat man irgendwann sein Einführungsseminar und da, wie gesagt, alle Themen, dann auch interkulturelle Themen, Themen zur Nachhaltigkeit und all das. Also es ist auch einfach ein Jahr, um zu lernen und verschiedene Bereiche kennenzulernen. Im internationalen Bereich ist es so, dass wir das Ganze gliedern in einem Vorbereitungsseminar, was schon startet, bevor der Freiwilligendienst startet. Das heißt, für uns der Start des Freiwilligendienstes ist dann der Start im Ausland. Aber davor gibt es schon ein Vorbereitungsseminar, wo wir uns auch gemeinsam treffen und der genau dem gilt. Also die Vorbereitung aufs Ausland und dann sind wir eine Woche gemeinsam da, besprechen auch wichtige Themen. Da geht es dann auch um Präventionsarbeit, da geht es um eigene Grenzen, da geht es auch um Nachhaltigkeitsthemen. Und all diese Bandbreite klären wir dann im Vorbereitungsseminar von den Themen für alle, aber auch halt persönliche Themen. Wie ist denn das jetzt da? Was gibt es denn da zu essen? Also wir haben dann viel Kontakt zu Vorfreiwilligen, die wir herstellen, haben dann auch immer Vorfreiwillige mit auf den Seminaren, die genau für solche Fragen, muss ich Handtücher mitnehmen oder gibt es welche? Wie viel Sonnencreme packe ich für ein Jahr ein? Und all das findet Platz auf unseren Vorbereitungsseminaren. Und dann ist es so, dass es in dem Jahr zum Beginn mit unserer Partnerorganisation vor Ort, das heißt, wir haben vor Ort ja auch Ansprechpartner, Mentorinnen, und die machen dann auch nochmal so Einführungstage, so ein bisschen how to überleben, so ungefähr. Also wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich denn jetzt einkaufen und wo muss ich denn jetzt hin, wenn ich das beste Essen finden will? Es handelt sich nicht alles um Essen, aber so wie verhalte ich mich in meiner Einsatzstelle? Habe ich vielleicht einen Dresscode oder was auch immer? Das heißt, da hat man dann so die Ansprechpartner vor Ort, die dieses ganze Kulturelle noch besser natürlich auffangen können. Und nach ungefähr 6 Monaten gibt es dann ein Zwischenseminar. Das findet entweder in dem Land oder in den Nachbarländern statt. Teilweise wird das auch von uns durchgeführt. Das heißt, ich durfte in diesem Jahr jetzt schon 2 Zwischenseminare auch durchführen, einfach weil wir gesagt haben, gut, vor Ort ist gerade niemand, der das so machen kann, deswegen machen wir das selber mit unseren Freiwilligen, dann aber halt in dem Land, in dem sie sich auch befinden. Das heißt, du fliegst dann nach Ghana zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn es jetzt in Togo war, es jetzt einmal und in Italien, dann treffen sich da die Freiwilligen auch noch von anderen Organisationen. Wir sind da auch alle miteinander verbunden, sage ich mal. Und macht dann ein Zwischenseminar und dann gibt es je nach Land noch ein paar Reflexionsseminare mit den Mentoren und aber ein Abschlussseminar auch noch. Das heißt, wenn alle wieder zurückkommen, im August dann auch ungefähr, dann treffen wir uns im September nochmal und die ganzen Freiwilligen, die jetzt überall in der Welt verteilt waren, sehen sich nochmal wieder zum Seminar. So gesehen da, wo alles begonnen hat, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben nämlich Freiwillige aus ganz Deutschland. Treffen wir uns dann nochmal wieder, um zu reflektieren, wie war denn das Jahr, was gab es für Höhen, was gab es auch für Tiefen, was konnte ich daraus lernen, was kann ich mitnehmen. Genau. Und ich glaube, in einem fremden Land hat man nochmal eine ganz andere persönliche Weiterentwicklung als jetzt in Deutschland, weil man sich an so viele Neuerungen auch... Genau. Also wenn ich an Afrika denke, ist ja eine ganz andere Welt, in die man dort geht. Genau, auch die Probleme sind auf anderen Ebenen. Also ich werde viel mehr, glaube ich, mit persönlichen Problemen auch, die werden mir viel mehr begegnet, als es jetzt bei meinen Kolleginnen im Inland der Fall ist. Entsprechend ist es dann so, dass man da weniger vielleicht auf der Ebene rund um die Projekte hat bei meiner Arbeit. Auch da gibt es natürlich Probleme, aber es kann dann auch viel mehr sein, dieser interkulturelle Faktor. Genau. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage an die Freiwilligen stellen. Wie gefällt euch denn das so, auf die Bildungsseminare zu fahren? Vielleicht von jedem nochmal so ein kurzes Statement dazu. Ja, also die Bildungsseminare haben sich ja durch Corona so ein bisschen gewandelt. Also es gehört immer auch online mittlerweile dazu. Aber natürlich lieben wir das eigentlich auch so aus meiner Seminargruppe. Eigentlich, wenn man das immer vor Ort ist, in irgendwelchen Orten, die man nicht kennt. Jetzt waren wir vor kurzem mitten irgendwo im Wald und waren dann in irgendwelchen alten Baracken, sag ich mal so. Und wo man dann erstmal gucken musste, hat man überhaupt Internet oder Netz? Oder dann gab es es halt aber nicht. Und dann kommt man so auf die
alten Varianten wieder zurück, sich mit Kommunikation, ne? Ohne Handy halt. Und ja, also in meinen Seminargruppen ist eigentlich immer so, Präsenz ist eigentlich das A und O. Online-Seminare ist eigentlich immer ganz cool. Da kommen verschiedene Leute, die erklären was über Rassismus, LGBTQ oder Themen, die halt einfach vorgeschlagen werden, wo man sich aber aussuchen kann, was man möchte. Das ist wo, ja, was in meinen Seminargruppen so geht. Ist das bei euch auch so, Mädels? Ja, also ich kann mich eigentlich nur anschließen. Präsenz ist halt einfach das Feeling, wie Mareike schon gesagt hat, Klassenfahrt-Feeling ist halt ja sehr, sehr schön. Einfach man lernt, man hat neue Leute kennengelernt und trifft sich dann über das Jahr verteilt immer wieder. Ja, es ist schon sehr, sehr cool. Ja. Ich kann mich den Meinungen eigentlich auch nur anschließen. Ich finde vor allem die Seminare sehr toll, dass es, also ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei mir ist es so, dass sich jetzt meine gesamte Freundesgruppe auch in ganz Deutschland verstreut hat und ich sitze jetzt allein in Güstrow und habe da meinen Umkreis nicht mehr und diese Seminare geben mir einfach die Möglichkeit, mich mit Leuten auszutauschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden und die einfach auch dadurch, dass wir im gleichen Bereich arbeiten, ähnliche Interessen haben wie ich. Und ja, die Workshops, die angeboten werden, sind auch total interessant, wo man auch teilweise sehr viel Neues über sich selbst lernen kann. Das ist ein schöner Abschluss. Also, liebe Zuschauer, Sie haben gesehen, Freiwilligendienst ist eine echt gute Sache. Und ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr da wart und so toll über das Thema Freiwilligendienste erzählt habt, auch mit so viel Enthusiasmus. Das ist ordentlich gesprudelt. Vielleicht haben ja auch Sie Lust, einen Freiwilligendienst zu machen. Dann ist es ja in allen Altersklassen möglich, haben wir gelernt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt Im Fokus, aktuelle Themen im Talk hier auf Güstrow TV.